Und na los. Jawoll. Den haben wir aber umgenietet. Scheiße. Ah, verdammt. Jawoll. Den haben wir. Dann würde ich sagen, reisen wir nochmal ganz schnell nach Monteregioni, kaufen uns die restlichen Waffen, wenn noch welche fehlen. Oh, eine Mission läuft. Aktuelle Mission abbrechen. Nee. Ach komm schon, der will ernsthaft mir entkommen. Einfach Messer in den Rücken geworfen. Hast du deine Beute wieder? War es das wert? Na, wirklich? So viel Blut. Ist da jetzt der Edenapfel drin oder hat er ihn schon weitergegeben? Eine Beute von solchem Wert wird dir sicher nicht lange gehören. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Wie geil war das denn? So richtig langsam reingestochen. Das war geil. Das war richtig geil. Ey, Frechheit! Na, ist die Klinge vergiftet? Jetzt haben wir nur noch ganz wenig Leben und wir müssen noch einen Kampf bestreiten, bestimmt. Ich sehe es schon kommen. Oder wir müssen den Edenapfel nutzen. Na, was passiert jetzt wohl? Ach, du glaubst es nicht. Da ist natürlich gleich der Nächste. Nicht. Wer seid ihr? Ihm fehlt ein kleiner Finger. Öffnet das nicht. Wer könnte das sein? Hm. Wer zur Hölle ist das? Kenne ich irgendwie schon einen, dem ein kleiner Finger fehlt? Ich glaube nämlich nicht. Gott sei Dank seid ihr wieder bei uns. Geht es euch gut? Was ist denn passiert? Alter Schwede, ehrlich mal, was ist passiert? Eine meiner Wachen hat euch in den Bergen gefunden. Gleich neben Kekko Orsis Leiche. Seh, ich erinnere mich. Wartet, da war ein dritter Mann. Er nahm den Apfel. Wer? Er trug eine schwarze Kutte, wie ein Mönch. Und ich glaube... ihm fehlte ein Finger. Sie, Katharina, ich muss weiter, sofort. Natürlich. Dann werdet ihr das hier auch brauchen. Die Karte. Die Karte. Die eures Mannes. Ex-Mann, mein Lieber. Er schwor, dass er den Standort aller Kodexseiten gefunden hatte. Ihr werdet den Apfel finden, aber die Gruft ohne die Karte niemals. Hört zu. Da ist ein Kloster im Sumpfland ganz in der Nähe, wo ich schon Mönche in schwarzen Kutten sah. Beginnt dort. Nun geht und findet den verdammten Mönch. Jawohl, den wollen wir kriegen. Oh ja, das werdet ihr. Nice. Sehr schön. Frisch gefangene Igel. Oh, lass ich mich hier gleich heilen. Apothekenbedarf, Medizin voll, Gift. Ach komm. Ich kann's mir jetzt leisten. Jetzt habe ich den Sack offen hier, hätte ich fast gesagt. So, ich würde sagen, bevor wir überhaupt irgendwas machen, gehen wir nach Monteregioni, holen uns Geld, kaufen die restlichen Gemälde, die will ich natürlich haben. Und Waffen und was sonst noch fehlt. Also alles, was noch uns noch fehlt. Jetzt haben wir 70.000. Das dürfte erstmal reichen. Gibt es denn hier in Forli überhaupt noch Bilder oder so? Gucke ich ein andermal sonst nach. Oder hier laufe ich gerade direkt dran vorbei. Ich weiß, in Venedig gab es, glaube ich, keine mehr, die wir noch brauchten. Bin gerade am Überlegen, wo es noch welche gab. Hier gab es eines. In Besitz, in Besitz, in Besitz. In Florida, will ich es jetzt sagen. Nein, in, oh, wie heißt das noch? Gleich die erste Stadt. Florenz! Natürlich.
Und ich werde natürlich auch noch in der letzten. Also ich werde gleich nochmal gucken nach Gemälden und anderen Sachen, die noch zu kaufen sind. Bis gleich. So, Ladevorgang ist beendet. Wir sind in Montorgioni. Ich will natürlich die letzten Bilder mir noch kaufen. Ich gucke gleich mal hier beim Kunstcenter. Ich glaube, da fehlten auch noch zwei, drei und ein paar Waffen. Das Geld dürfte jetzt ausreichen für den Rest. Oh cool, hier haben wir schon alle. Beutel, habe ich schon alle Upgrades? Schauen wir mal, was er hier im Angebot hat. Reparieren? Nee. Rüstung, haben wir alles. Waffen. Haben wir alles. Kleine Waffen. Haben wir alle. Munition? Ja, okay. Messer kurz auffüllen. Alles klar, hier gibt es gar nichts mehr zu kaufen. Ups, Entschuldigung. Ich kann ja mal ganz kurz gucken. Und zwar bei der Datenbank. Dokumente, Codex-Seiten, Briefe, nee. Geheime Orte, Orte, Menschen, letzte Einträge, Benutzerhandbuch. Wo war das denn noch gleich? Nee. Ah, nee, Moment, das war hier gar nicht. Das war hier gar nicht. Sondern hier. Boah, es ist... Ich hatte mir gestern... Ich konnte nicht widerstehen, hab mir gestern einen Trailer reingezogen von Brotherhood. Er ist natürlich schon etwas älter, aber... Trotzdem, das ist... Das scheint ja recht geil zu sein. In Rom spielt das, das weiß ich jetzt so viel. Und das war es im Prinzip auch schon. Vollendung zu 91%. Da habe ich alles, alle Federn. Gut, das fehlt noch. Alle Gemälde und alle Zielporträts. Gemälde fehlen noch 5 Stück. Alle Waffen gesammelt. Eine Waffe fehlt noch. Was sind das für eine Frechheit? Nein. Ah, verdammt. Hätte ich auch einfacher machen können. Welche Waffe fehlt mir denn noch? Da gucke ich dann auch gleich nochmal bei den Spieden vorbei in den einzelnen Städten. Ob da nicht noch eine Waffe bei ist, die uns fehlt. Ne? Aber hier hatte ich ja alle. Oder aber wir kriegen die Waffe erst später oder so. Ich weiß es nicht. Vielleicht kriegen wir ja gleich noch eine Waffe. Ich guck nochmal. Nein. Waffen. Nee. Nee. Vielleicht irgendwie in Florenz so ein Sonderschwert praktisch, was es nur dort zu kaufen gibt. Dann darf ich danach nochmal zurück, um wieder Altairs Schwert auszurüsten. Ach, das ist doch... Kackjes. So, ab geht's nach Florenz. Und zwar hier schön zentral. Damit wir uns da zurechtfinden, laden, überspringe ich wieder. Bis gleich. So, wir sind an Leonardos alter Werkstatt angelangt und können nun uns hier einen Schmied raussuchen. Ach, Schmied ist hier direkt in der Nähe. Falsche Richtung. War ja klar, dass ich in die falsche Richtung laufe. War ja klar. Mal schauen. Vielleicht hat der hier ja irgendwie so das florentinische Schwert oder so ein Kack. Sieht nicht so aus. Kleine Waffen auch nicht. Auch nicht. Vielleicht nächstes Mal. So. Einen Maler markiere ich mir jetzt mal. Kunsthändler. Na, von mir aus auch so. Damit wir da schön schnell hinfinden. So, wo haben wir ihn? Hier ist er ja. Gemälde, jawohl. Zwei neue. Ups, Entschuldigung. Den habe ich da schon wieder umgeschmissen. Und es geht wieder zurück. Okay, komische Position. Findet sie Markierung. Ja, die kann ich eigentlich mal kurz deaktivieren. So, Viaggio. Viaggio. Romagna.
Toskana. Ab geht's in die Toskana und das direkt zum Südtor. Ich habe natürlich keine Ahnung, ich unterbreche wieder die Ladesequenz. So. Ich würde mal sagen, wir gehen direkt mal rein. Oh, ich bin hier meist gesucht. Momentan. Das wollen wir doch gleich mal ändern. Zack. So. Was hat der hier denn im Angebot? Waffen. Nein. Kleine Waffen auch nicht. Nun ja, nicht hier ist es. Ich denke. Folgen wir mal dem Weg. Früher oder später müssten wir ja hier an so einem Kunsthändler vorbeikommen. Alter, verpisst euch! Oh geil, so in den Rücken gejumpt. Voll die Hoden gepiekst. Nein, nicht mit mir, Pissnelke. Okay. Hoffentlich hat er seine Mutter beleidigt. Kanalja, verrückter, glaube ich. Bam, und schön noch ins Genick. Ey. Alter, hör auf mich zu kontern, du stinkst. So, aufs Maul hier. Meine Fresse nochmal. Alter, wollt ihr mich verarschen? Ehrlich mal. Gottes Willen, dass die einen immer so auf den Sack gehen müssen hier. So, Kunsthändler, ja, ungefähr auf selber Höhe, kann ich hier direkt durchlaufen. Ja! Alter Schwede. Ach ja, die Bewohner gehen mir auch ein bisschen auf den Sack. Gemälde, jawohl, die letzten beiden. Damit haben wir alle Gemälde und das bringt nochmal. Wie viel auf den Wert? Na? Plus 3800, ja, nicht schlecht. Gut, dann fehlt mir nur noch eine Waffe. Wobei ich immer noch nicht genau weiß, welche das sein wird. Oder welche das ist. Weil irgendwie habe ich alle gekauft. Bin ja schon unten. Halt's Maul. Ich habe jetzt keinen Bock mehr darauf, mich mit denen noch abzugeben. Dass die mich noch stressen hier. Alter, wie die Wachen hier die ganze Zeit hinter mir her sind. So, ich würde sagen, auch das hätten wir. In Venedig gibt es nichts mehr. Wir haben alle an sich. Deswegen. Ja, was bleibt mir anderes übrig als nach Romagna? Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, musste ich nach unten? Ne, nach oben musste ich. Also gehe ich einfach mal zu den Docks. Reise ich mal zu den Docks und dann gucke ich mal, wohin ich da dann muss. Jetzt so, ne? Ein Gegner kann in einen zerbrechlichen Gegenstand geworfen werden, um ihn zu töten. Ah ja, Ladesequenz, bis gleich. Oh, bis jetzt. Ja gut, es dauert jetzt nicht so übermäßig lange, aber es geht, es ist doch länger, als wenn ich es nicht habe. Und da mein Speicher sowieso knapp ist, ich habe schon wieder 3 Terabyte vollgeknallt, nur mit Assassin's Creed 2. Ich muss endlich anfangen, das zu rendern. Na, das ist dann ein bisschen viel. Alter, wohin soll ich denn da noch ganz? Dahin. Ich dachte gerade 600, das ist ja am anderen Ende. Das war noch, weil ich da die Reisestation markiert hatte in Romagna. Nee, ich bin hier in Romagna. Romagna Forli und das andere weiß ich nicht mehr.